Sie sind ja bekannt für Ihre Enthüllungsgeschichten, bekannt für, ich sag's jetzt mal, Skandale, wirklich, die Sie aufgedeckt haben, und machen jetzt eine Gartenkolumne. Ist das Ausgleich Ja, oder? ich habe das auch beim Abendblatt, erstmal, ich habe das beim Abendblatt nicht sein lassen. Ich habe es nicht mehr persönlich gemacht, aber ich habe es begleitet. Also das Abendblatt hat auch mal einen Wächterpreis der deutschen Tagespresse gewonnen, 3 oder 4 Jahre nachdem ich da war. Und wir haben auch andere Preise gewonnen für solche Geschichten. Ich habe mich bemüht, das Wissen um die Technik, um das journalistische Vorgehen weiterzugeben an die Kollegen. Das ist das eine, das andere. Die Gartenkolumne, gut, ich habe selber einen Garten und als ich das Thema mal vorgeschlagen habe bei der Neugestaltung eines Wochenendmagazins, haben sie keinen anderen gefunden, der es macht. Und so bin ich dazu gekommen. Und das soll auch nicht entschuldigend klingen. Ich mache das gerne, das macht großen Spaß. Und eigentlich war mein Format die Enthüllungsgeschichte oder der politische Leitartikel. Aber ich mache jetzt seit einem Jahr die Gartenkolumne und ich habe mehr Leserbriefe bekommen auf die Gartenkolumne als auf meine Leitartikel in meinem ganzen Leben. Hat sie das selber nachdenklich gemacht? Ja, das hat so was, also für mich hat es so ein bisschen Rückzugshaft, sozusagen altersgerechte betreutes Arbeiten, wenn Sie so wollen, oder altersgerechtes Arbeiten. Nein, es ist, die Leute interessieren sich dafür, was vor ihrer Tür passiert. Also das ganz Große interessiert sie, aber noch viel mehr interessiert sie, was vor ihrer Tür passiert. Und ich bemühe mich, das auch sehr menschlich zu schreiben, also nicht mit dem Zeigefinger und sehr belehrend. Ich erzähle Geschichten aus meinem Garten oder aus dem Gärtnern heraus. Ist nicht alles selbst erlebt, dann kennzeichne ich das auch. Und auf diese Weise kann ich den Leuten etwas über Bäume, Sträucher, Vögel, Werkzeuge, alles Mögliche, Werkzeuge, die man im Garten verwendet, beibringen. Und es macht mir Spaß. Eine Kolumne ist immer schwierig, weil es ist einfach der Zwang der Wiederholung. Sie müssen jede Woche ein Thema haben. Aber es macht Spaß, es macht auch Spaß, weil die Reaktionen so positiv sind.